Genau so ist das, Katrin. Johannes Ludwig ist bei mir, macht gerade noch die letzten Fotos. Johannes, bevor noch mehr Fotos gemacht werden, da ist sie endlich. Die Goldmedaille, die erste Einzelgoldmedaille für Sie bei Olympischen Spielen und die erste für das deutsche Team. Können Sie Ihre Emotionen in Worte fassen? Im Moment noch nicht so richtig, aber im Moment fühlt es sich ganz gut an, weil sonst kommt der Druck immer von vorne, hauptsächlich im Rodeln. Jetzt kommt der Druck von der schweren Medaille irgendwie eher so aus dem Nacken. Aber ich, Spaß beiseite, ich bin irgendwie ja, ziemlich glücklich, muss ich sagen, dass ich so nach den vielen Jahren immer am Ball geblieben bin. Ich hatte viele Jahre dabei, da habe ich mich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren können. Ich habe viele vierte Plätze bei Saisonhöhepunkten wie Weltmeisterschaften hinter mir. Aber die Freude an dem Sport hat mich irgendwie immer wieder am Ball gehalten. Und jetzt sage ich ja zu Recht. Man sieht das in Ihren Augen ein bisschen glitzern. Man merkt Ihnen diese Berührung tatsächlich an. Sie müssen uns das einmal erklären. Wenn man nach dem ersten Tag, nach Lauf 1 und 2 schon auf Goldkurs liegt, wie packt man das mental? Wie haben Sie geschlafen? Ich muss sagen, ich habe irgendwie relativ gut geschlafen. Natürlich nicht perfekt, aber meine 7 Stunden habe ich schon zusammengebracht. Und heute war ich komischerweise irgendwie relaxter als gestern. Und ich habe mir gesagt einfach, dank Rainer und Marion zu Hause, lass es laufen. Und ich habe es laufen lassen und es ging sehr, sehr gut. Und ich glaube, ohne dem Team, was auch hinter mir steht, rund um das Trainerteam, im Speziellen auch mein Trainer zu Hause, Jan Eichhorn oder Robert Eschrich, mein Mechaniker, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Und natürlich auch nicht ohne den Support von meiner Familie zu Hause. Ich glaube, sie gucken jetzt alle zu. Und ja, ich danke, dass ihr mich immer unterstützt habt. Jetzt zeichnet so eine Olympiamedaille, vor allem eine goldene, ja nicht nur diesen Lauf hier aus, sondern die ganze Saison, das ganze harte Training, was da auch drin steckt. Sie mussten mit vielen Entbehrungen auch kämpfen, das haben Sie selber erzählt, mit der Familie, die Sie lange nicht sehen konnten, aus Angst vor Ansteckung. Wie haben Sie das weggesteckt? Ja, ich muss sagen, es fiel mir relativ leicht, weil ich auch sehr, sehr erfolgreich war über die Saison. Und ich hatte immer wieder meine Höhepunkte, muss ich sagen, über die mich immer wieder gepusht haben. Ich hatte viele Weltcupsiege. Und die haben mich immer irgendwie ein bisschen am Ball gehalten und dann, ja, lief es eigentlich so dahin. Und ich muss sagen, die Wochen, die verfliegen einfach immer nur so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt schon die Saison wieder rum ist. Also fast, es kommt ja jetzt noch eine Kleinigkeit im Team dann. Aber es geht dann irgendwie immer so schnell für mich und ja, schwuppdiwupp ist es vorbei. Und jetzt stehe ich hier und habe das Ding in der Hand und ja, ich kann es auch gar nicht so richtig glauben. Halten Sie es heute Abend weiter in der Hand. Genießen Sie diesen Abend noch einmal. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Goldmedaille. Genießen Sie sie. Danke auch. Vielen Dank.